Ich bin Dennis, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer, wie wahrscheinlich auch viele von euch. In dem heutigen Video geht es um Autoposer in Berlin. Wir haben uns da auf jeden Fall ein schönes Video zu angeguckt. Das Video ist von Y Kollektiv, ist ein bisschen älter, ist vor fünf Monaten entstanden. Aber der Chat im Stream hat auf jeden Fall nach dem Video gefragt, deswegen haben wir uns das auf jeden Fall angeschaut. Zum Thema Stream, ich bin jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag gegen 22 Uhr live auf Twitch. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr nichts zu tun habt. Wenn ihr eure Zeit verschwenden wollt, dann kommt auf jeden Fall in meinen Stream rein. Da machen wir geile Sachen, also neue Formate, Reactions live, also alles, was ihr auf jeden Fall nicht verpassen dürft. Und jetzt schalten wir auf jeden Fall rein in Autoposer in Berlin. Gesehen werden um jeden Preis. Nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Oh, die Autos sehen aber auch krass aus, ne? Muss man sagen. Das war ein Lamborghini Huracan Performance. Bruder, der Typ hat das auf jeden Fall studiert. V8, C63 ist extrem laut. Wer sind die Leute, die hier ihre Runden drehen? Drogendealer. Kennst du das typisches Klischee? Das sind alles Drogendealer, das ist kein ehrliches Geld, alles Schwarzgeld. Natürlich, da siehst du schon die Lücke. Du siehst schon die Lücke so. Deswegen kann ich sagen, so 80% für mich selber und 20% flexen. Boah, ich glaube, er hat das falsch aufgestellt. 80% für die anderen und 20% für sich. Fahr nur nach auf, vier Fenster runter. Guck mal, ich bin euch ehrlich, Chat. Es ist geil, ein cooles Auto zu fahren, ne? Also, das ist Fakt. Wenn man ein cooles Auto hat, dann schämt man sich natürlich dafür auch nicht so. Aber jetzt, dass man extra eine bestimmte Straße fährt, tagtäglich, wie es manche zum Beispiel machen, das finde ich peinlich. Stell dir vor, du hast ein Auto und C63 und fährst jeden Tag in irgendeine Straße, wo du weißt, da sind Frauen, Jugendliche und du weißt, du wirst da immer gesehen. Dann ist das schon peinlich, Digga, mit dem Gewissen da reinzugehen, um irgendwie zu flexen. Das ist wirklich peinlich. Aber wie der Bruder schon sagt, er macht es ja nur 80% für sich und 20% für die anderen. Deswegen geht das ja noch fit. Also es gibt halt viele Ghetto-Kids, sage ich mal so, die Bock drauf haben, so einen Sportwagen zu fahren, die sich das dann nicht leisten können und die wenden sich dann praktisch an uns. Boah, dieser R8 ist für mich so out, ne? Einfach aus diesem Grund, Digga, dass auf TikTok diese ganze LR-Scheiße gekommen ist. Mit, ey, du willst ein Audi R8 fahren, dies, das und jenes und so eine Scheiße. Seitdem, ich kann dieses Auto nicht mehr sehen. Es ist ein schönes Auto gewesen, aber für mich war es nie ein richtiges Sportauto. Ich weiß nicht, das ist für mich eigentlich ein relativ normales Auto, wenn man es vergleicht mit einem Ferrari oder mit einem Lamborghini. Das sind für mich richtige Sportautos. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und den großen Traum vom eigenen Auto, den habe ich mir vor 5 Jahren erfüllt. Ganz schön krass, oder? Richtiger Ick, wenn Männer Polo fahren. Ich werde die Spießerkarre bald loswerden. Vom Typ bin ich eher so ein Fahrrad-Nerd. Bruder, das macht's auch nicht besser. Fahr bitte lieber Auto. Fahr lieber bitte Auto, weil irgendwann, ich erwisch dich. Irgendwann, wenn ich in Berlin bin für einen Tag oder so. Bro, pass auf, dass unsere Felgen oder meine Felgen sich nicht mit deinen Fahrradsprossen zusammen tun. Bruder, diese Fahrradfahrer, ne? Es kann mal sein, dass ich irgendwann mal so einen elliptischen Krieg und nach links ziehe. Diese Fahrradfahrer sind schlimm. Vor allem in Hamburg. Jeder Autofahrer wird mich verstehen. Jetzt haben wir hier noch den Continental GT. 342.491,70 €. Ich, wenn sich ein Junge das nicht leisten kann. Autos shoppen am Kudamm. Besonders die teuren Autos verkaufen sich seit Jahren besonders gut. Ähnlich wie bei Uhren oder Kleidungsmarken gilt. Jäbiger on fire, Digga, mit dem 27. Monat. Scheiß mal auf diese 27, dieser Name, der ist mir einfach schon so seit langer Zeit nicht aufgefallen hier im Stream und deswegen schön, dass du wieder da bist. So ehrlich, Chat, links, Mitte oder rechts? Für wen würdet ihr euch entscheiden? Ich will mir die Posermeile hier mal angucken und vielleicht lässt mich jemand mitfahren. Hi, kurze Frage, wir machen eine kleine Reportage hier über die Kreuzung, weil hier Carporn passiert. Viele schreiben Mitte. Nein, natürlich habe ich nicht drauf geachtet, ich weiß gar nicht mehr, von wem wir reden. Von wem redet ihr denn? Wie Mitte, links? Dürfen wir dich kurz fragen, was du hier für ein Auto fährst? Danke. Kein nicht so gerne. Dürfen wir eine kleine Aufnahme machen, wie ihr in das Auto einsteigt? Eigentlich nicht. Nee. Nee? Flexen ja, aber bitte nicht vor der Kamera. Man gibt sich ganz bestimmt. Schäbig on fire, guck mal bitte. Da habe ich hier ein bisschen Honig um die Lippen geschmiert und schon kommt eine 10er-Bombe rein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für den Support, danke für die 10 Subs. Was auffällt, hier sind junge Leute unterwegs, hauptsächlich Männer. Und auch sehr junge Männer wie Antonio. Der Schwarze, ja. Bruder, wie verdienen die ihr Geld? Das frage ich mich wirklich, wie verdienen die ihr Geld? Die machen nur Fotos von Autos und posten das dann auf Instagram. Wie verdienen die Geld? Das ist halt das Geile bei Ferrari, dieses Rücklicht, diese, werden wie so Kreise. Und ja, wenn es an ist, ist es... Wenn es an ist, dann ist es an. Dann ist das Licht an. Dann ist es rot. Ach, du erkennst sie dann schon allein vom Geräusch? Manche, ja. Fehlt nur noch, dass er sagt, Audi TT und dann kommt so ein Ferrari an. Das ist zum Beispiel jemand, den man so am Kudamm kennt. Den hier? Ja, ist ein Russe. G-Klassen kommen hier einige vorbei. Das Modell ist bis 2024 ausverkauft. So groß ist der weltweite Hype.
Zum Posen also ganz gut die Karre. Also G-Klasse ist schon ein krasses Auto, ich bin ehrlich. Gibt es zwar auch schon zu häufig, aber ich finde dieses Auto ist einfach wie so eine kleine Wohnung. Einfach, du hast deine vier Wände vom Dinger und das macht das Auto, finde ich, irgendwie so besonders. Also du hast wirklich das Gefühl, du steigst in so einen Panzer ein. Das feiere ich. Ah, da ist er schon wieder. Ein paar Minuten später sind wir bei der dritten Runde. Ah, da ist er schon wieder. Eine perfekte Symbiose aus Sehen und Gesehen werden. Da ist er schon wieder. Oha, mein Bruder Waller, man merkt, der Typ hat gar keine Arbeit. Wie kann man denn so oft eine Runde drehen? Also ein-, zweimal verstehe ich, du fährst, hast dich verfahren, willst nochmal zurückfahren, okay. Aber so vier-, fünfmal fahren ist echt zu übertrieben. Da muss man wirklich ADHS haben, glaube ich. Oft stehen hier noch 10 andere Carspotter. Tarek ist Student, er will sich mit Polaroid-Bildern abheben von der Menge. Und dann der 129er SL Special Edition. Geile Bilder, Walla, geile Bilder. Man merkt, der Typ ist auf jeden Fall Perfektionist, weil der hat seine Fingernägel wirklich perfekt geschnitten, Bruder. Also das ist wie so eine kleine Schaufel. Aber von der Idee Polaroid-Fotos bin ich auf jeden Fall immer da. Also Polaroid-Fotos feiere ich unnormal krass. Ich lerne, hier geht es nicht nur um PS oder Schnelligkeit, sondern um exklusive Modelle und Fotos. Man denkt zwar bei ihm, er ist ein bisschen auf Hawaii-Trip unterwegs, aber... Smart auch geil. Der ist ein Standardauto, oder? So, der am Kudamm fährt. Also es ist ein cooles Auto und so, aber so gibt es so viele in Berlin. Verstehe ich, was er meint. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Mercedes so ein Angebot hat, dass der Wagen für 50 Euro im Monat rausgehauen wird, weil C63 gibt es halt wirklich schon zu oft. Also C63 ist ja auch vom Ding her so ein reines Mietfahrzeug, das geht immer. Also wenn du eine Autovermietung hast, das könnt ihr auch beobachten, die meisten fangen eigentlich immer mit einem C63 an, weil das Auto geht immer weg. Schon wieder. Schon krass, 60.000 Euro auf. Mercedes hat Angebot, man kann mit Hartz IV finanzieren. Ich schwöre, manchmal denke ich ehrlich. Und ich habe endlich jemanden gefunden, der mir das erklärt. Und zwar Mert, der Mercedes fährt. V8, C63 ist extrem laut. Mert spielt auch gerne mit Luxus, siehe Goldkettchen und Edelmarken. Was für ein Landsmann ist er? Ich überlege die ganze Zeit. Bei mir ist immer so das Ding, ich achte immer so drauf auf Gesichtszüge. Was könnte er für ein Landsmann sein? Weil hier gibt es ja auch keine, wie sagt man, keine Indizien, dass ich sagen kann, okay, das ist vielleicht ein Türke oder so. Weißt du? Ich versuche jetzt gerade wirklich nur herauszufinden, okay, Glatze ist bald da, Bruder Herz. Also Mert, Istanbul sollte auf jeden Fall die nächste Option sein für die nächsten paar Monate. Weil da merke ich auf jeden Fall anhand der Cap hier vorne, da lösen sich die Haare. Die Haare verabschieden sich. Die Haare gehen in die Rente. Mein Besser. Aber ich würde sagen, Bruder, vielleicht keine Afghanen oder irgendwie sowas. Und wenn du merkst, okay, die Leute gucken dir gerade zu, so, und dann natürlich. Ne? So ein bisschen Soundcheck nennt sich das, ne? Kannst du ja ab und zu mal machen. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist für die Umwelt überhaupt nicht erträglich, mein Besser. Es gibt Schilder, das Lärmschutz drauf. Das heißt, da fährst du mit dem C63 auch gerne mal im Eco-Modus oder im Komfort-Modus. Aber nicht auf Sport oder Sport Plus. Das schadet nur der Umwelt. Das ist nichts Schlimmes. Ich, wenn er Umwelt nicht beachtet. 100%. Mert, du bist ein dicker Ick. Du bist ein Ick. Ick. Warum? Weil du auf die Umwelt nicht achtest, Bruderherz. Da siehst du halt die Leute so, die gucken und machen. Und da willst du natürlich auch die Karre mal zeigen. Ne? Gehst du, keine Ahnung, vielleicht tagsüber die Karre mal waschen. Und dann kommst du und zeigst ein bisschen Präsenz. Und wieso? Wieso macht man das? Weil du es kannst. Ich es kann, genau. Wollte ich heute eben noch sagen, so... An sich ist der Typ ehrlich. Man darf ihm das nicht übel nehmen, so. Er ist ehrlich am Ende des Tages, aber diese Aussage, warum? Weil ich es kann. Und das ist schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, das ist schon so eine leicht unangenehme Aussage, Bruder. Jetzt. Auf Ernst. Ich mag Fahrradfahrer nicht, Mann. Also nichts gegen dich, aber generell, ich mag die einfach nicht. Die haben eh schon so viele Dinge, so generell die Spur, alles hier, Kantstraße, haben die einfach eine Spur für sich, Alter. Wir haben dieselbe Spur. Ihr habt so. Ja auch eine Spur für euch. Hä? Ihr habt ja auch eine Spur für euch. Wir sind aber Auto, ihr seid Fahrräder, ihr seid viel schmaler. Kannst du so eine ganze Fahrbahn blocken, Alter. Aber wir sind weniger schlecht. Also da muss ich dir sagen, tatsächlich hat er ein bisschen recht, ne? Und auch peinlicher ist, wenn Männer mit Motorgeräuschen Frauen anflirten. Ick. Dickes Ick. 100%. Aber du kannst jetzt auch mal ab und zu mal, wenn du dieses Feeling haben willst, auch mir dir mal sowas mieten zum Beispiel. Und ist das ein Ding, dass sich viele Leute das dann für ein Wochenende mieten und dann vielleicht mal ein Wochenende ein bisschen posen? Ja, machen viele. Am Ende stellt sich heraus, das ist nicht sein Fahrzeug, das ist gemietet. Er hat sich einfach nur einen Duftbaum geholt, um zu präsentieren, so von wegen ist mein Auto, aber eigentlich ist ein Mietauto. Ey, das wäre richtig cringe. Wenn er sich leisten könnte, dann würde ich... Weil guck mal, Mietauto an sich ist ja nicht unangenehm. Ich habe auch sehr viele Autos gemietet, habe damit Videos abgedreht und so und bin die natürlich auch privat gefahren, aber dann habe ich auch gesagt, das ist ein Mietauto. Weißt du, ich meine? Ich finde, es gibt immer Leute, die dann sagen, nee, Bruder, das ist mein Auto, ich habe, keine Ahnung, ich habe Geflügelwurstfirma und so, wir machen Milliarden im Jahr und ich habe mir jetzt natürlich dann dementsprechend ein paar Geschäftswagen geholt und dann sind es aber eigentlich Mietautos. Das
ist ein bisschen fragwürdig. Dann gib auch zu, so, ey, ist Mietauto, weil Mietauto kostet auch Geld. Ist ja nicht so, als würdest du, keine Ahnung, einmal deinen Arsch hinhalten und das Auto ist bei dir, sondern du zahlst ja auch Geld dafür. Deswegen nichts, womit man eigentlich dann sich für schämen müsste. Ganz im Gegenteil, ist doch cool, wenn du dir ein Auto mieten kannst. Aber die Leute verwechseln das. Sie denken, oh, ich muss direkt angeben, ich muss direkt sagen, es ist mein eigenes Auto, obwohl das eigentlich ein Mietfahrzeug ist. Früher auch die Karre mal. Was war dein bestes Auto, was du gefahren bist, beziehungsweise durftest? Das geilste Auto. Guck mal, es gibt zwei Autos. Ich bin sehr viele Autos schon gefahren, Chat. Das habt ihr auch in den meisten Fällen in den Videos gesehen. Also jedes Auto, was ich irgendwie gemietet habe, damit habe ich auf jeden Fall auch ein Video abgedreht. Außer mit dem Ferrari. Da hat das leider nicht geklappt. Da ist die Kamera, die hat nicht fokussiert. Deswegen konnten wir das Video nicht verwenden. Aber Stichpunkt Ferrari. Ferrari 488 GTB und Porsche GT3 waren für mich die Top-Autos. Also geisteskrank. Für mich mein absolutes Favoritenauto ist sowieso Porsche GT3. Aber Ferrari an sich war auch sehr, sehr schön, weil das Auto ist übertrieben breit. Das ist krass, das Auto. Und bei mir war sowieso so, 80% bin ich für mich gefahren und 20% zum Flexen. Wie Merz sagt, sind tatsächlich viele der Poser-Autos hier auf dem Kudamm nur gemietet. Das beobachtet auch Carspotter Tar. Wenn die so fahren, 90% Mietwagen. 95%. Ey, das will ich euch mal ganz kurz erzählen. Ich habe zum Beispiel einmal, da muss ich auch ganz kurz meine Kopfhörer für ablegen, das ist eine ganz kurze Story. Ich war einmal bei Mercedes und ich wollte mir ein Auto mieten, um halt in eine andere Stadt zu fahren. Und da habe ich mit dem Mercedes-Typen geredet und wir waren allgemein so ein bisschen im Gespräch. Und hat er mir erzählt, dass es Leute gibt, die sich ein Auto mieten, als Beispiel zum Beispiel, ja, ein dummes Beispiel, ein S63. Oder allgemein, sagen wir mal ein AMG, die mieten sich ein AMG. Und das Ding ist, die mieten sich den nicht für einen Tag oder so, sondern die mieten den sich für 2 Stunden. Und jetzt kommt das Krasse, oder beziehungsweise 2 Stunden oder ein Tag, aber fahren dann nur 50 Kilometer, weil sie einfach nur in der Stadt die Runden drehen wollten. Und damals war das bei uns so in Hamburg. Jungfernstieg konntest du damals noch mit dem Auto durchfahren, so eine Runde machen. Und da haben dich auch alle gesehen, so alle Jugendlichen, ne? Und das ist krasse, Digga, oder das ist peinlich eigentlich. Die mieten sich ein Auto, bringen das dann aber mit 50 Kilometern zurück, weil die einfach nur ein paar Runden am Jungfernstieg drehen wollten und dann wieder das Auto abgeben. Wo ich mir denke, Bruder, wie traurig ist das eigentlich? Weil guck mal, es ist nicht schlimm, kein Auto zu fahren. Es ist nicht schlimm, ein Polo zu fahren. Es ist nicht schlimm, ein Smart zu fahren. So, es ist überhaupt nicht schlimm. So, kein Mensch wird dich dafür verurteilen. Aber die Leute haben irgendwie tief im Inneren irgendwelche Komplexe, dass sie sagen, ich muss unbedingt ein krasses Auto fahren, muss es kurz mieten für ein bisschen Geld. Die wollen dann quasi, indem sie sich das Auto mieten, jemanden darstellen, der sie gar nicht sind. So, weiß ich meine, die verarschen sich am Ende des Tages selber. Und da sage ich immer, verarsch Leute, aber ich finde es viel schlimmer, wenn du dich selber verarscht. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ich peinlich. Da dachte ich mir auch, da hat der Mercedes-Fahrer mir das erzählt und er meinte so wirklich, das sind so, keine Ahnung, die mieten sich einen GT63, bringt den aber nach ein paar Stunden wieder, weil die einfach ja, ihre Touren gedreht haben, ein paar Leute beeindruckt haben und dann sind die wieder zu Mercedes gefahren, haben den Wagen wieder abgegeben. Und dafür zahlen die dann, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Dann denke ich mir so, Bruder, ich bitte dich. Ich bin dir ehrlich, guck mal, wenn du wirklich ein Auto hast, ne, sagen wir mal, du arbeitest tagtäglich, du arbeitest hart, holst dir dann irgendwann ein Auto, was du schon wirklich immer haben wolltest, dann kannst du natürlich stolz drauf sein. Ich sag aber nicht, du sollst jetzt irgendwie in die Stadt gehen und damit flexen. Oder du sollst auch nicht neben anderen sagen, boah, ich fahre ein AMG und dies, das und rumflexen. Das gehört sich nicht. Du kannst stolz auf dich sein, aber das sollte sich alles so ein bisschen in Grenzen halten. Weil es gibt wirklich Leute, die dann, keine Ahnung, den Schlüssel hier hin tun und dann die ganze Zeit so im Café sitzen und dann so extra zeigen, so komm, die fahren Mercedes, so. Das finde ich halt ein bisschen unangenehm. Ich sage immer wirklich, sei stolz auf das, was du hast, weil das kommt nicht von alleine. Du musst etwas getan haben dafür, damit du auch was Großes kriegst. Aber dieses Flexen ist halt ein bisschen unangenehm. Muss mal Düsseldorf sehen. Ja, Düsseldorf, diese Königsallee oder wie die heißt, da kann ich mir vorstellen, Digga, da sind sehr viele Leute unterwegs. Eine Erklärung, warum in Berlin so viel Carporn passiert, sind die vielen Mietwagenangebote, so wie hier in Reinickendorf. Ist das jetzt hier dein kleiner Fuhrpark, kann man das sagen? Ja. Das allein diese Aussage, ist das jetzt so dein kleiner Fuhrpark? Und ein paar Sekunden davor haben wir gesehen, dass er im Lupo angefahren ist oder im Polo. Bruder, kleiner Fuhrpark, das sind immer noch 3 Autos. Die Kunden kommen über Kontakte, wie bei Kleinanzeigen oder Insta. Allerdings haben wir halt besondere Kriterien, also es kriegt nicht jeder so ein Fahrzeug, ne? Mindestführerscheinbesitz ist 5 Jahre. Das habe ich gesehen bei eBay Kleinanzeigen, da gibt es ja ganz viele Autovermietungen, Mindestalter 18 Jahre. Das Problem ist mit diesen ganzen Sachen wie ab 18 und so mieten, ist immer cool, weil ich sag dir ehrlich, jemand, der gerade neu seinen Führerschein hat, dann ist es krass, ein dickes Auto zu fahren, aber man sollte das auch ein bisschen ja, ernster nehmen, weil, guck mal, ich sag dir ehrlich, wenn du zum Beispiel neue Führerschein hast, du kannst kaum gerade fahren. So, das ist das eine. Du kannst nicht mal richtig geradeaus fahren. Und dann wollen die Leute aber in ein 600 PS Auto einsteigen. Das ist dann wiederum zu gefährlich. Also es gibt Leute, die übertreiben das und es gibt Leute, die können damit gut umgehen. Ich bin ehrlich, ich muss sagen, als ich mir mal Autos gemietet habe, habe ich sowieso mal den Kopf dabei gehabt, so von wegen, ey, es ist nicht mein Auto, das Auto gehört jemand anderen. So, ich habe eine gewisse Verantwortung dafür. Wenn ich irgendwas jetzt kaputt mache,
dann bumst mich das. So, deswegen bin ich dementsprechend immer ein bisschen langsamer gefahren oder entspannter gefahren. Aber bei vielen ist das halt nicht so. Viele denken sich, komm, ich habe Mietauto, ich drücke jetzt durch, können aber diese 600 oder 500 PS nicht einschätzen. Und dann landen die im Baum. Und dann fragen die sich, Kelleck, warum ist Airbag aufgegangen? Autos mit über 500... Tschüss, Bruder, ich, wenn er diese Hosen trägt. Der sieht aus wie ein Frosch. Bruder, das ist nicht ich, das ist ein ICK, Digga. Das spreche ich, das buchstabiere ich sogar. ICK, Bruder, großes ICK. Lass mal mit Auto vermieten, Bruder. Ich schwör. Digga, was ist das denn? Einfach Froschschenkel. Aber egal, man muss sagen, Frosch hat trotzdem Audi A8, Audi A7, glaube ich ist es, oder Audi A8. Und noch einen anderen Audi. Wir finanzieren die Autos oder leasen sie zum größten Teil und geben sie dann wieder zurück, ne? Und holen uns dann das neue Modell davon. Also so, wie man es halt kennt. Ne? Ist auch krass, Chat, weil guck mal, wenn die sich ein Auto finanzieren, sagen wir mal, die zahlen monatliche Rate von maximal, sagen wir mal jetzt dumm hingeworfen, 900 Euro. Ne? Digga, mit allein 2 oder 3 Mieten hast du das Geld wieder drin. So, und das ist krass. Also eigentlich rentiert sich so Autovermietung, aber man muss auch aufpassen, wenn Autos Schäden machen, ne? Oder wenn die Kunden Schäden machen bei den Autos, oder wenn die Autos gestohlen werden, ne, da gibt es ja viele Punkte. Aber an sich rentiert sich das. Du guckst morgen, ich habe Autovermietung. Carzone. Rentzone.